ist Labskaus? Was macht ihr damit? Labskaus ist Hamburgs Nationalgericht Nummer 1. Das kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt für harte Jungs. Obwohl man sagen muss, es sieht zwar aus wie für harte Jungs, kann aber auch durchaus von Frauen gegessen werden. Ja, das ist das, womit wir morgens aufwachen und das, womit wir abends ins Bett gehen. Damit wird jeder groß in Hamburg und in Norddeutschland. Und das gehört einfach zu jeder Hamburger Familie dazu. Das muss man einfach haben. Kartoffeln, Gurken, Zwiebeln und Corned Beef werden zusammen gekocht, gut gewürzt und zum Schluss garniert mit Bismarck-Hering, roter Bete und Spiegelei. Und wer es einmal probiert hat vor dem Trinken, der weiß, dass man es auch nach dem Trinken essen kann. Und man muss es einfach mal probieren. Und wer es einmal gegessen hat, mag es entweder gar nicht oder wird sein ganzes Leben lang lieben. Reicht? Manche das nicht mehr. Nein, die Gabel voll. Nee, die sollen dich ja nicht satt essen, wenn sie auf mein Geld gucken. Oh, wenn wir auf mein Geld gucken. Die Gabel voll? So mal so? Eine Gabel voll, ja. Dann machen wir mal. Das ist das Schönste. Das schön zum Leckersten. Ja? Das muss man einfach mal. Man muss es wenigstens probiert haben. Hamburger lieben das. Norddeutsche bis hoch nach Skandinavien und jeder macht es anders. Ne? Und eigentlich ist das ja so ein Gericht, das heißt ja eigentlich, kommt aus dem Englischen und heißt für harte Jungs. Was jetzt nicht heißt, dass sie gleich tot umfallen, wenn sie die Gabel vollgekostet haben, sondern